Viele Jugendliche, die können am Sonntag bei der Bundestagswahl nur zuschauen, denn ihre Stimme dürfen sie erst ab 18 Jahren abgeben. Und viele fühlen sich auch unverstanden von der Politik. Das sind nämlich stolze 75%. Und das zeigt auch das Umfrageprojekt mit dem Namen Eure Zeit. Heute ging dieses Projekt zu Ende und in Bayern kamen die ersten Resultate auf den Tisch mit vielen Hausaufgaben für die Politik. Was bedeutet Gerechtigkeit? Und wo fühlen sich junge Menschen ungerecht behandelt? Das Projekt Eure Zeit bietet Jugendlichen zwischen 13 und 17 eine Möglichkeit, darüber zu sprechen und sich eine Stimme zu verschaffen. Vor allem beim Thema Klimawandel fühlen sie sich zu wenig beachtet. Ich finde es halt ungerecht, dass wir, weil die Klimakrise betrifft ja jetzt die Alten nicht so sehr wie uns und es sind halt mehr Alte, die über unsere Zukunft bestimmen. Auch die Corona-Krise sorgt bei den Jugendlichen oft für Unmut. Jetzt auch mit dem Impfen wird das irgendwie schon wieder so auf die Jugendlichen jetzt abgeschoben, weil es irgendwie keine Erwachsenen mehr gibt, die wo es jetzt nur freiwillig so, also keine große Bereitschaft mehr da ist, dass jetzt das so auf die Jugendlichen wieder abgeschoben wird und dass auf uns irgendwie dann doch immer ein großer Druck lastet. Heute stellten die Projektleiter zusammen mit Schülern Minister Piazzolo den ersten Zwischenbericht vor. Für mehr Gerechtigkeit in der Schule soll unter anderem mehr Digitalisierung und individuelle Förderung sorgen. Doch offenbar kommt von den Vorhaben bei den Jugendlichen nicht so viel an. Die Frage ist dann, machen wir es richtig, wenn es subjektiv nicht ankommt? Für die Schüler ist deshalb auch der direkte Austausch mit Verantwortlichen wichtig. Es war wirklich schön, dass sich der Herr Piazzolo halt auch die Zeit genommen hat, uns zuzuhören, und das war wirklich schön. Gespräche können aber nur ein Anfang sein. Das Projekt soll noch bis Ende 2023 weiterlaufen.